beginnen wir eine neue Aufnahme. Also gut, Richard, folgendes. Wir brauchen eine Stimmprobe. Ich möchte, dass Sie hier ins Telefon sagen, da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Richard, Sie sind jetzt ein Nationalheld. Danke, Sir. Aber ich habe nur meinen Job gemacht. Gehen Sie von dem Turm da rein! Den Kerl, der die Bombe findet, beäugt man genauso wie den, der die Leiche findet. Joel passt in das Profil des Bombenlegers. Ein frustrierter weißer Mann, der ein Möchtegern-Polizist ist und danach strebt, den Helden zu spielen. Wir bringen die Story. Sie sind ein Verdächtiger. Nicht Sie reden. Ich rede. Sagen Sie es. Ich rede nicht. Nur so beweisen Sie vielleicht Ihre Unschuld. Sagen Sie, da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Hören Sie auf, Ihren bester Freund sein zu wollen. Ich wurde dazu erzogen, die Behörden zu respektieren. Die Ermittler wollen Sie als Täter präsentieren. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Tut mir leid, was? Seine Ankläger sind zwei der einflussreichsten Mächte der Welt. Die Regierung der Vereinigten Staaten und die Medien. Ich will Ihnen helfen. Ich bin ja auch Gesetzeshüter. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Hat er es getan? Richard Jewell ist ein unschuldiger Mann, ein Held. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Nochmal, nur ein wenig lauter. Ich bringe nur die Fakten. Sie haben das Leben dieses Mannes zerstört. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Ein paar Mal hintereinander. Mein Sohn hat Menschenleben gerettet. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Haben Sie die Wand gelegt? Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich dich beschützen soll. Ihr Mandant ist so verflucht schuldig. Die wollen Sie fertig machen. Sind Sie bereit, sich zu wehren?